Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Weihnachtsspecial. Und joa, mit Kevin. Hallo. Ich hab ja fast vergessen zu erwähnen, weil jeden Mal hab ich alle erwähnt, aber nie hat einer Hallo gesagt. Genau. Da, der Punkt. Was hältst du eigentlich bisher vom Aufbau des Shops, dass die Balken so ein bisschen rausgucken an der Seite? Aber du meinst das da an der Seite? Na ja, an der Seite die Balken immer so rausgucken lassen, so ein bisschen. Ja, ich finde es in Ordnung. Alles gut. Denn der Punkt ist halt, ich überlege es gerade bei meinem richtigen Haus anzuwenden, ne? Mich ja noch überlegen, ob ich es mache oder nicht. Punkt wäre, es wäre übelst aufwendig. Zweite ist, die Maße würden sich ja durch verschieben, weil die Wände, weil der Balken halt rausrutscht. In den Ecken würden die Balken immer rausrutschen, ne? Dann wäre die Wand dann sechs lang und der Balken wäre dann halt der siebte Block, obwohl jetzt der Balken gerade der sechste ist. Das hieß aber bei den Dings, die Wände sind alle größer als innen die Wände. Also sind so groß wie innen die Wände sind fast. Weil die Ecke ist jetzt einfach nur ein Brick und dann ist der Balken ein Stück weiter außen. Wie ich es machen Achso. werde. Das muss ich halt noch überlegen, wie ich es mache. Ja. Mach das mal. Weil ich find's auch faszinierend, nämlich das Dach einfach instant so auf die Kante des Balkens gesetzt habe, obwohl es unabsichtlich war. Was aber gar nicht schlecht aussieht. Ja. Hast du eigentlich heute Zahl schon heute schon gefunden, die 8? Nee, ich bin da zweimal runtergefallen, dann bin ich erstmal in die Farmwelt. Das ist Kevin. Ich bin gerade immer wieder runtergefallen und dachte mir, ich bin in die Farmwelt gegangen. Jupp, wahrscheinlich. Warte mal, kann man jetzt eigentlich diese Feuerwerksraketen auch ohne eine Farbe herstellen? Ja. Ja, lol. Einfach nur ein Papier und Gunpowder, glaube ich, war es. Es ist so unnötig. Es ist einfach so dumm, dass du die ohne irgendwas herstellen kannst. Das ist einfach also ein Gunpowder, ein Papier kannst du 3 Tage auf den Baum hochfliegen. Ja. Ich bin Warum mit kann einer ich nichts Silvesterfeuerkette verlieren? von meiner Basis aus in Taubert durch und runter gesprungen, damit ich Luft gehabt und dann mit der Rakete bis hochgeflogen. Wow. Na, gönn dir. Da ist die 11. Dann muss ich die 8 finden. Ich glaube, die habe ich gestern so ganz oft gefunden gehabt. Weißt du, man findet immer die falschen Zahlen, das ist das einzige Problem. Da ist der 10. Da ist ein Knickmichel, glaube ich. Ja, das habe ich auch schon, glaube ich, mal nicht in der Folge erwähnt, aber ich werde wahrscheinlich demnächst anfangen, die Schilder immer mehr abzubauen. Ne? Ach, stimmt, die 8 war unten gewesen. Ah. Ich werde wahrscheinlich demnächst anfangen, dass ich die Schilder immer mehr abbaue, weil. Weil sonst die Schilder öffnen kannst, obwohl es schon vorbei ist. Ah, hab's gerade gefunden. Hier wen? Hier Ja, was? unten. Achso, lul. Hallo, Du Nick. musst hier in der Seite runter, hier. Achso. Und da. Ja, toll. Oh, geil. Ah, die 8, ich gibt's zweimal, da war du gerade gemeint, okay, hier ist die 8 nochmal. Kann man die nochmal claimen? Nö. Ja, Nick, jetzt nicht mehr, ne? Nee, die 8 existiert jetzt nur einmal noch, deswegen, die andere bleibt abgebaut. Das kann man kurz mitgeben zum Shop. Oh, jetzt kannst du alles Mögliche, was du brauchst. Für Leder brauchst du Papier. Leder habe ich tatsächlich noch. Ja. Ich verkaufe hier Wolle, habe ich jetzt Zuckerrohr verkauft. Ich habe da habe ich nicht so viel, weil ich teilweise mehrfach selber verbrauche. Nehm Kühe in der Farmwelt immer mit. Ich habe da jetzt, glaube ich, auch schon wieder 5 Leder. Hier oben gibt es Essen, da hast du ja, wolltest du ja auch mal gucken, ob du noch was verkaufst, was du hast. Ja. Na, und da habe ich meine ganzen Tränke halt jetzt. In die letzten Etage habe ich noch nicht zugänglich gemacht, die habe ich aber zugemacht, guck. Da gibt's Einfach da unten, könnte man zugequatscht. weitergehen noch, aber da habe ich einfach so reingeklappt. Ach so. Da von der noch nichts drin. Man hat alle Tränke gekauft, kriegt sich hier Firewissen. Also wenn du in den Nether gehst, du willst farmen, wird sich halt auch verrecken. Hier gibt's Feuer.
Nein, hier kannst du alles, hier gibt es auch schwäche Werfbahn noch und alles. Hier Erdeatmung, langsamer Fall, kleiner Poison-Arten gibt es. Jump-Boost habe ich beide Arten, Strange habe ich beide, Regeneration. Weil du immer zu Aufwand da, um das Schild alles reinzuschreiben, weil du musst auf dem zweiten Tab die Seite offen haben mit der Liste der Tränke, was es gibt, um den Namen richtig schreiben zu können. Mhm. Oder hier die Turtle-Tränke. Mhm. Vor allen Dingen, ein Job ist übelst teuer, weil der eine Job braucht eine Flasche. Das ist ja dieses Slowness 6, Resistenz 4, minus 90% Speed oder minus 60% Slowness 4 und Resistenz 3. Achso. Ja, laufender Panzer oder langsame Infanterie? Ja, dann tu dir doch einfach Schnelligkeitstrank rein und dann hau dir den rein. Ja, das geht auch. Okay, wir gehen jetzt nicht nach Hause. Dumm. Weil ich eben noch so eine gute Idee gehabt, was ich in der Folge ansprechen könnte und machen könnte. Jetzt! Hab's vergessen. Ja. Jetzt hast du hier dein Villager drauf angefangen zu bauen, ein bisschen. Du wächst schon. Ja, nur ohne Villager. Das ist das Beste. Na, da brauchst du halt Zombie-Villager, wenn du welche findest. Ich werde dir auch bei Bienen helfen, wenn ich welche finde, werde ich dich auch hierher locken. Du musst halt nur noch irgendwo was bauen, wo du halt die reinlocken kannst. Wow, das hab ich schnell abbekommen, weil du ihn abgebaut hast. Die können was bauen, wo du die reinlocken kannst, weil hier ist die Tür zwar, da kannst du reinstellen, ja. Die muss man nur gucken, dass die Golems nicht drankommen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Zaun aus Eiche ist da drüben? Das Stück? Ja, stimmt. Warte mal. Alles baut er hier aus schönen Fichten, sondern alles einfarbig. Und mittendrin, ja, zweimal Eiche, muss sein. Nö. Oder halt nur aufpassen muss, wenn man Zombie-Villager findet, dass die nicht hier reinlaufen. In das Gehege. Ja, das wäre nicht so vorteilhaft mit Eisengolems. Ah, zumindest hast du schon mal Schutz da. Um die Villager hier reinzuziehen, habe ich ja eh so ein Seil. Die wie Tiere an Zäunen an. Während ich die hier reinziehe. Ja. Ich renne gerade durch die richtige Welt, ob ich mal Monster finde. Ich hatte Bock, das zu töten. Mann, das ist so nervig einfach. Ich finde in der Nähe der Stadt einfach mit Nacht. Es ist aber so selten Nacht teilweise, weil immer irgendwann ab hinten geht wieder. Ja. Man, jetzt schneit jetzt auch noch, jetzt spawnt einfach gerade einfach nichts, es ist Nacht. In der Weltzeit ist 8 Uhr früh, ist okay, das ist, hä, 8 Uhr früh ist das gerade, nee, 8 Uhr abends, okay, es dauert ab, bis es dunkel wird. Weil man fängt ja an, alles zu spawnen und dann muss man bauen, ach, da ist ein Creeper gespawnt, ja, jetzt fängt an. Weil ich brauche einfach so viel Gunpowder, weil alle Tränke, die werfbar sind, wie schwäche Tränke, brauchen Gunpowder. Gunpowder, ja, stimmt. Damit die werfbar sind. Oh, da ist noch ein Creeper gespawnt. Du hast ja auch Specs drin, ja? Ja. Sind bei den Creeper auch ein Schneegebiet einfach weiß? Das habe ich ausgestellt. Warum das? Ich sehe die nie. Die kommen dann immer von hinten an und dann bin ich schon halb tot, bevor ich überhaupt reagieren kann. Weil ich die oft einfach nicht sehe. Bei mir das so komisch scheint. Bei mir werden die nicht nur weiß, sondern sehen genauso aus wie ein Schwein. Ja, aber auch, ich sehe aber die ganzen Umrisse von denen noch und alles. So, ja. Wenn man die auch letztens gesehen hat, oder selber getestet hat, mal, das ist die beste Abwehr gegen Phantome. Stellt sich hin, macht sie ein. Wow. Ein Trank von Dings, wie heißt, Instant Healing. 2 und packst es als Lightning Potion am Boden einfach und das bleibt ein paar Sekunden da und ihr nehmt die ganze Zeit aber dann schaut, wird er durchfliegen. Dann fliegen sie immer wieder hoch. Weißt du, was ich gemacht hab? Nee. Schneegolems hier hingestellt. Ah ja, stimmt, wenn die Schaden nehmen, fliegen sie hoch. Die machen jedes Mal ein halbes Herz Damage und fliegen wieder hoch. Also, die Golems machen Damage und die Dinger fliegen wieder hoch.
Ich sehe nur Feuerpfeile von Niki rumfliegen. Wie viele? Nein, ich zieh schon wieder auf die Phantome, damit die Leute mir wieder am Sack geht, Matsch. Ey, hör auf, mein Feld zu beschießen, Nick. Sind nicht Absicht. Ey, mein Dorf wird hier angegriffen, ey. Alter. Oh. Irgendwas muss. Hab ich dir gerade getroffen, kann sein. Nee, hast du nicht. Nee? Mhm. Nee, ich hab gerade einfach. Ich hab einmal so random die richtige Pfeile geschossen, weil ich keinen Bock hatte. Und da kam gerade so. Bing, wenn ich irgendwas getroffen hätte. Achso, nee, bei mir nicht. Einmal neben mein Haus geballert und einmal auf mein Feld. Also, nein. Ah, doch, auf mein Dach hast du noch getroffen. Na, meine Vermutung wäre jetzt gewesen, ich hätte ein Eisengolem und dann wurde ich getroffen, deswegen. Was essen Eisengolems eigentlich, um zu regenerieren, oder essen die überhaupt irgendwas? Können sich nicht regenerieren, glaube ich, sogar. Kann meine Gandalf sich nicht mehr regenerieren. Gut. Vor allem, ich renne jetzt die ganze Zeit hier schon rum, ich habe jetzt schon alleine drei Pfeile der Langsamkeit gefarmt, weil diese Leute das immer hier rumschießen, ne? Aber auch weißt du, was ich machen muss? Ja. Ich muss so ein Schneegolem einfach neben den Zombie-Spawner hier hinten stellen. Der macht aber keinen Schaden auf die Dauer. Ich weiß, der wird einfach 10 Stunden lang reinballern und nix. Ein Vorteil hätte es aber, wenn du die so platzierst, gell, dass die Zombies hinter sich irgendwo frei hätten, gell, dass die auch den Eisen, dass die Spawnfläche 5x5 hast, gell, und an der Seite runterfallen könnten. Du kannst dich da hinstellen, die Schneemänner, dass die abwerfen, damit die runterfallen und oder runterlaufen dann. Achso, stimmt. Da könntest du nämlich damit die Zombies runterfallen lassen, oder könntest du den Vorteil der Spawn um wieder welche, weil die spawnen eine bestimmte Menge. Ja. Dann müsstest du dann den Schacht aber dann so bauen, dass die tief genug fallen können, dass die halt dann da Schaden nehmen und alles. Ah, das geht schon. Das. Nick. Was denn, ne? Mal so eine Frage. Warum habe ich 2 Diamanten mit dem Tag? Adventskalender. Achso, da waren die drin. Mhm. Ah, okay. Hab ich nicht drauf geachtet. Merke. Ja, schon gewundert. Mein Ding, ich renne hier rum und suche die ganze Zombies gerne nach dann in der Basis. Ich stelle mal einen Zombie in voller Leder raus neben deiner Basis. Ja. Die mögen es hier. Alles tot. Bei einer OPs ist es eigentlich eben, wenn du eine Spawner-Farm hast und Digger bist. Ja. Ob sein Rang ist hoch genug, wenn da nämlich zu tief ist, lohnt sich nämlich da auch nicht, weil da kriegst du nicht so viel. Ja. Krass, ich habe jetzt nochmal Natur und einen ganzen Eisbach gefarmt. Okay. Ich glaube, ich will mir mal ein Pferd holen. Ich frag mich gerade, gibt's ja noch wilde Zombies auf dem Gebiet hier? Oder wurden der aber so selten nur gemacht? Ich weiß es nicht, also ich habe in der Farmwelt auf jeden Fall schon einige Villager-Zombies gefunden. Ich habe hier auch schon mal bei mir in der Basis welche gehabt. Ich wollte den einen dann jetzt umkehren. Was kam Luca an, der ist gerade bei mir durchgegangen, hat einmal den Villager-Zombie gekillt, weil der Villager-Zombie ihn angegriffen hatte. Das ist einfach komplett gewesen. Ja. Das war so scheiße einmal. Ich dachte mir, oh, geil, Villager Zombie als Schmied vor allen Dingen auch noch. Baut den gleich ein, hätte welche anderen rausgeholt, Gold ab, hat alles da gehabt. Dann macht Luca ihn einfach um, weil er gerade in der Nähe war. Hast du gehört? Ja. Da war nicht einfach nur Sack. Ich war in der Nähe und hab ihn gefunden, Nick. Also. Ja, ich war in der Nähe, hab ihn gefunden, bei dir. Bei mir? Nee, bei dir war gemeint, weil ich spreche ja gerade so fest, die von Luca. Achso, ja. Ey Nick, bei dir war ein Villager-Zombie. Und liegt doch wahr. Ja, ich hab den mal umgebracht, bevor der dich umbringt. Ja. Man läuft halt überhaupt nicht mit Eisenrüstung oder so rum, oder Dierrüstung. Was ist der Villager-Zombie? Nee, man selber. Der Zombie bringt einen auf jeden Fall um, wenn man mit sowas rumläuft, Nick. Schafft er.
Ja, aber nicht direkt. Wenn du normal was machst, dann nicht. Wenn du normal auf den einschlägst, dann killt er dich meistens nicht. Hoffe ich. Okay, das, manchmal übelst oft sagt, da kommt dieses fliegende Vieh wieder an. Am Nacht wieder ist er in der komischen Töne. Obwohl es tot ist. Nick, Nick. Ja. Wie viel würde also wie viele Weihnachtscoins kostet ein Villager Spawn Egg? Muss ich noch überlegen. Oder ein Villager Zombie Spawn Egg? Das ist dann ja wahrscheinlich ein weniger oder so. Überlege ich mir noch, aber jetzt. Mann, das ist wieder nur ein normaler Zombie, Mann. Ist nicht gut, das will ich nicht. Mann. Irgendwie müsste ich mein Haus mal auch weiter bauen, habe ich schon gemeint, weil die aktuell sieht irgendwie komisch aus. Hab da zwei riesen Treppen reingeklatscht, noch riesige Treppen nach unten. Aber die Treppe nach oben ist einfach so ein komischer Steg. Zusammen, fertig, Ende, mehr nicht. Ja. Beste. Nick, du hast doch bestimmt auch qualitativ hochwertiges Blaueis, ne? Ne, brauche ich auch nicht für was. Was macht das alles? Nichts. Das blaue Nick. Und das Eis. Wow. Ja, es ist viel bläulicher als das ausgeblichene Blau, was im normalen Packeis ist. Es ist direkt von Hier. Eisbergen, ne, die hier auf dem Meer schwimmen, ne? So. Oh nein, du hast Eis von Eisbergen. Ja, das ist Wie kannst du einmal. nur? Es ist einmal normales Packeis gewesen und drumherum oder drinnen war oftmals einfach nur Blaueis. Nice. Es ist toll. Blaueis ist toll. So. Stimmt, ich habe ja nicht mal mehr einen Verzauberer. Egal, ich habe ein paar Dias. Obsidian gehe ich einfach farmen. Ein paar Schwächetränke nochmal hergestellt. Weil ich habe so viele Schwächetränke, so viele Zombies gibt es wahrscheinlich gar nicht in der Welt. Alexa. Alexa, was macht der Timer? Dick. Wie viel kostet ein Knopf zu einem Command-Block, der durchgehend Tag macht? Eine Million. Och Mann. Du kannst einfach dich auch ins Bett legen, wenn keiner online ist, wird Instant-Tag. Nein, das durchgehend Nacht wird. Ich will ja Nacht haben, damit ich Zombies suchen kann. Also Villager-Zombies. Einfach warten. Ja. Ja. Doof. Vor allem, Nick, meine Villager, ne, zumindest die meisten, haben sogar Betten in ihren Häusern. Boah, krass, da können sie schlafen, obwohl sie in ein Haus rumstehen werden. Ja. Aber die haben zwei Betten, das eine gehört mir oben. Nein, sind immer Kisten rum in der Regel. Ja, Die meisten, ja, hier. Die beiden nicht, aber das da hinten wieder. Das ist sogar ein Block höher als alle anderen, ne? Das hat hier sogar Bett drin. Mit. Oh, ich hab das Glas vergessen. Warte mal kurz. Mal kurz Glas holen. Ich finde diesen Runderweg einfach so witzig, wie einfach der am Runder. Ich hätte auch irgendwas drauf gebaut, damit man nicht so einfach sieht. Nein, einfach kann man ja nicht einfach runter. Dass man was nicht sieht. Nee, also mich interessiert das eh nicht. Hallo, das Home, was ich hier habe, da habe ich keinen Bock drauf. Warte mal, ich kann ja zwei Homes setzen, ne? Ja, dann kann ich einfach Natürlich könntest du hier dein Home setzen und könntest weiter weg in einem normalen Biom. Die eine Baumfarm bauen und kannst das Home machen, dann kannst du nämlich auch die Riesenbäume anpflanzen. einen.
Ich finde es aber auch schon wieder richtig krass, wie aber Luca so weit weggegangen ist, Villager noch geblamed hat und das Villager jetzt ausgestorben ist wegen ihm. Ich frage mich auch, wie lange das Projekt noch laufen wird, weil. Die haben es wieder übertrieben. Die haben einfach so viel gesucht und an der Wochenende, du warst auch mit dabei, aber du hast anscheinend nicht so viel Fortschritt gemacht wie Luca. Also, ja, Leute, die auch halt wieder die haben einfach so viel gesucht, dass es einfach wieder schon. Einfach, dass die einfach so weit sind, jetzt hat Luca so erst mitbekommen hast, ja. Also, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich hab alles. Ja. Bauen kannst du Luca nicht sagen, weil das kann er einfach nicht. Das ist aber, was ich nicht verstehe, warum. Das sucht man so lange, bis man einfach alles hat. Wow. Was gibt mir denn als Schlussfolgerung zu machen? Ich suche nächstes Mal einen Mod, mit dem ich die Erzzahl regulieren kann und setze einfach hier auf 1/10. Fertig. Dann viel Spaß beim Farmen, sage ich mal dazu. Da werden aus den 47 Tierblöcken nach einem Tag 4,7. Okay. Wenn ich langsam sowas nicht mehr einsehe, da wird es auch keine normale Welt mehr richten. Die Überlegung ist halt dann, lasse ich eine normale Welt zu bauen noch? Mache ich eine gemeinsame Welt nur noch, weil da wird teilweise sinnlos ist, weil wir fahren in der richtigen Welt und fahren, die wird an der anderen Welt gefahren. Deswegen ist es eigentlich teilweise sinnlos, eine andere Welt dafür zu haben. Ja. Am sinnvollsten ist es eigentlich ja nur, wenn man die Plotten machen würde, dass man ein Grundstück, dass man die Grundstücke hat. Und dann würde man eine Farbe machen, das wäre sinnvoll, ja, aber sonst nicht. Der Vorteil ist, Nachteil ist halt Bloodmeat auch wieder kacke, weil du kannst halt nicht sagen, ich würde gerne auf dem Haus, auf dem Berg jetzt bauen, dann musst du dann mal einen künstlichen Berg anlegen. Wahrscheinlich werde ich das nächste Mal einfach wirklich machen, ob, irgendwie gucken, dass ich mir eine Custom-Welt erstellen lasse von Minecraft mit weniger Erzen in der ganzen Welt. Jo, das was ich mir jetzt erstmal holen werde. Ja, aber wir gehen das teilweise so auf den Piss. Das ist halt alles so übertrieben viel Farm. Und dann haben einfach noch. Dann farmen alle den ganzen Tag und dann haben sie einfach erztechnisch erstmal alles. Beim Modpack geht das nicht, weil also, da farmst du auch gleich einen Tag. Da hast du auch so viele Dias zusammen, ja. Aber die reichen nie aus. Ja. Aber Punkt wenn ich. Halt, Modpack gehe, kannst du nicht mit Plugins farm spielen. Modpack hatten ja wir erst gehabt. Neues habe ich jetzt gerade nicht so Bock. Mhm. Weil das letzte schon wieder scheiße gelaufen ist, weil da hast du gespielt und dann kam wir chill mit deiner Ferien und dann haben sie halt übersucht bekommen. Ach geil, ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.